willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Zeftech Ages Modpack. Ja, ich verstecke mich nicht hier im Eis, sondern ich habe hier schon eine Kiste in der Hand. Und die Kiste ist gefüllt mit ganz vielen Sachen, die hier in der Mühle waren. Ich habe hier jetzt schon mal alles leer geräumt, weil die Mühle zieht mit sofortiger Wirkung um. Also nicht die Mühle, sondern der Inhalt von der Mühle. Und da habe ich natürlich auch schon was vorbereitet. Und hier sind wir schon in unserem schönen Häuschen. Und hier gibt es jetzt eben noch ein Stockwerk tiefer. So, die stelle ich gleich mal hier rein, die Kiste. Den hier können wir wegmachen. Kommt da noch ein Slab rein, dann passt es. Also hier haben wir einiges drin an Items. Und die Kiste ist pickepacke voll. Wir werden jetzt als erstes mal hier, wie schon in den letzten Folgen, einige Drawer platzieren. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste es genau passen. Und ich habe mich verrechnet. Warum ist hier eigentlich noch Platz? Habe ich jetzt wirklich zu wenig Blöcke, ja. Ich habe mich verrechnet, oder? Bum, 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 bum. Ne, 4 passt genau. Machen wir halt hier jetzt mal so ein bisschen hässlich gebaut. Aber das wird eben, wie gesagt, unser neues Lager. Und wir hauen jetzt erstmal. Also es sind ja alle ohne Update hier. Das heißt, wir haben ein Stacklimit von 8. Was halt jetzt erstmal so ist. Im Nachhinein wird man hier schon nochmal upgraden können. Aber für einen Anfang reicht das auch durchaus. Hier vorne habe ich jetzt einfach mal alle Seeds rein, oder? Nee, warte mal. Wir machen das ein bisschen anders. Ich werde es so machen, dass wir hier auch gleich die dazugehörigen Früchte reinmachen. So, hier zum Beispiel Weizen. Was haben wir noch? Sugarcanes. Sugarcanes können hier eigentlich gar nicht hin. Barley. Ich glaube, Barley haben wir gar keine Seeds. Müssen wir dann mal schauen. So, was haben wir denn noch an Seeds hier? Coffee Seeds. Und Reis. Karotten gibt es natürlich auch keine Seeds. Äpfel gibt es keine Seeds. Beeren gibt es keine Seeds. Beetroot haben wir. Oliven können hier eigentlich rein. Ja, ist richtig. Habe ich aber im Moment noch drüben beim Holz. Ginseng. So. Was haben wir hier noch? Sugarcanes. Machen wir jetzt doch mal hier rein. So. Das ist zwar kein Essen, gehört aber zu den Seeds. Und eigentlich müsste ich hier nochmal Platz lassen. Damit wir hier. Moment, Coffee Beans, da können sie rein. Canola. Canola haben wir, glaube ich, doch hier müssten. Ne, Canola Seeds haben wir gar nicht. Canola. Machen wir mal da oben rein. Pilze. Pilze haben wir auch 2 verschiedene. Müssen wir eigentlich schon Pilzsuppe machen können. Und ich glaube, ich mache hier dann. Ja, hier mache ich es mal so Fleisch und Zeug rein. Das Weizen kann ich eigentlich da unten drin lassen.
Ich hau jetzt einfach mal überall drauf. Danach sollte unser Inventar leer sein. Nee, ist es nicht. Kartoffeln. Ja, doch, machen wir da rein. Müssen wir die Karotten aber auch woanders hin machen. Es gibt natürlich ganze und schlechte Karotten. So, das dauert noch ein bisschen, aber ich hab's, glaube ich, gleich. Salz gehört da oben rein. Karotten. Jetzt kommen wir da hin. Cooked Potato. Wir haben gar keinen Stock. Also gar kein Mehl. Das Barley Flour. So, Reis. Da rein. Brot da hoch. Also das ist alles Weizen. Und somit haben wir jetzt erstmal alles hier sortiert. Wir brauchen jetzt natürlich noch das Pferd und alles hier unten. Das werden wir jetzt mal holen. Aber ich glaube, ich muss hier mehr Platz schaffen. Sonst wird das nichts. Muss natürlich erst auch noch den Mühlstein holen. Die Crafting Table brauchen wir auch noch. Die Fässer brauchen wir. Bei den Fässern werde ich mal gucken. Ich werde die mal gerade abbauen. Aber vielleicht nicht das volle. Ah, die behalten das Wasser. Sehr nice. Eben noch diese Geschichten hier. Den Mühlstein. Grindstone. So, das war die Zuber, brauchen wir noch. Besser. Aber das müsste. Ja, okay, das hier brauchen wir auch noch. Oh, hier haben wir noch Essen. Mitnehmen. Hier angepflanzte Tomaten und Chilis. Habe ich endlich herausgefunden, wie das geht. Sieht doch ganz schick aus hier. Auch wenn das natürlich jetzt überall oder wenn das jetzt woanders hinkommt, das ist ja relativ. Am Bauernhof wird man. Eine Spinne verfolgt mich. Mein Gedanke ist eigentlich, dass wir hier hinten von hier bis da oben lauter Felder anlegen. Für die notwendigen Ressourcen. Dann hätten wir da nämlich alles schön ordentlich aufgeräumt. So, und hier hätte ich jetzt eigentlich gern die besser stehen. Also das Pferd braucht bis hier. Das Pferd ist nämlich der Grund, weshalb wir hier jetzt umziehen. Es braucht 7 Platz. Aber so viel haben wir da drüben in der Mühle eben nicht. Ich komme hier nicht hoch. So, passt aber. Tadam.
Ja, die Bassins müssen eigentlich hier hinten rein. Oder wir bauen hier einen Nebenraum mit Wasser. Was mir dann aber nicht so gut gefällt. Also ich mache die Bassins jetzt mal hier hin. Vielleicht nehmen wir das volle Fass. Ich hatte doch ein volles Fass. Wo ist denn das hin? Ach, das sagt vielleicht bloß, wie viel drin ist. Wir sind doch leer. So. Mhm. So, dann gucken wir mal. Tomaten, Chili. Eier. Eier ist auch so ein Thema. Eier gibt es viele verschiedene. Gekocht. Gekochte Kartoffeln. Was haben wir hier noch? Kleber. Was macht denn Kleber hier unten? Bedroot gibt es eigentlich auch verschiedene noch. Ja, ist ja egal. Wir sortieren das jetzt einfach mal hier ein. Rohe Eier haben wir ja sowieso oben. Das macht schon was her. So, das Problem ist jetzt eben das Wasser. Muss ich gerade mal gucken. Water. Eimer. Wir könnten uns ganz viele Eimer machen, natürlich. Aber vielleicht gibt es einen Tank, der das halten kann. Sieht nicht so aus. Clay Bucket. Ja, wir könnten uns schon Eimer machen. Aber überleg mal, wie viel Eimer wir brauchen. Passen 8, 8, 16, 24, 32 Eimer. Ah, hier gibt es ja doch was. Fischtank. Schüssel Fluid Bit Tank. Wie, das ist schon alles? To insert remove fluid, right click about the bucket to extract. Ja, wir bräuchten eigentlich... großen Tank. Sowas hier, aber ich... Retains. Was heißt denn Retains? Ah, das Pferd müssen wir noch holen. Komm mit, Pferd. Du darfst ins Haus. Nein, 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 nicht nach oben. Komm runter hier. Komm. Komm runter. Sehr schön. Jawollo. Und ob das auch wirklich geht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Rein da. Und Pferdchen läuft. Ich denke, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Auch ein Ordnungssystem.
Der ist dann schon viel besser wie zuvor. Aber ich glaube, ich werde hier doch noch ein bisschen erweitern. Moment. So, in diese Richtung. Weil wir brauchen ja noch Platz für verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel für den Ofen. Was brauchen wir denn noch alles? Ofen. Den Grill. Dann können wir hier das alles schön platzieren. Haben wir hier auch den Excavator? Ja. Es sollte dann genug Platz sein, das machen wir auch feuersicher. Das heißt, hier wird nur Stein verbaut. Habe ich hier auch eine Schaufel? Ah ja, alles am Start. Ich sehe nichts, hier ist zu dunkel. Hab ein bisschen Angst. So. Dum 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 dum. Cobblestone-Wände muss reichen hier. Wie gesagt, es muss halt, vor Feuer geschützt sein. Und der Rest ist eigentlich völlig wurscht. Wir gehen mal hier kurz ein bisschen Limestone farmen. So. Können wir wieder alles zubauen. Ich habe noch Cobblestone. Ah, Decke fehlt noch. Also falls mir das irgendwann zu hässlich erscheint, dann kann ich das ja immer noch mal umbauen. Aber für den Moment ist es zweckdienlich und ausreichend. Und deshalb machen wir das so. Jetzt können wir auf die einen Seite die Zuber machen. Die Bissers. Und dann holen wir jetzt noch schnell die Feuerquellen. Also die Feuersachen hier. Und dann sind wir auch schon durch. Dann haben wir alles hier rübergebracht, was wir hier brauchen. Ich weiß, es war ein bisschen neben der Sache, was wir eigentlich wollten. Wir wollten ja die alten Stellen nicht abbauen.
sondern behalten. Aber so ist es halt manchmal. Manchmal ändern sich Pläne. So, ich muss jetzt gerade überlegen. Ich hatte noch mal irgendwo ein Feuerstöckchen. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Dann müssen wir nur noch 3 Stück machen. Jawollo. Und hier ist noch eins. Haben wir hier auch noch Essen drin? Zuckerrohr. Ja, nehmen wir mal mit. Und die Oliven müssten auch irgendwo sein. Hier. Zu den Oliven kommen wir auch mal noch. Oder zu den Beeren und was es da alles noch gibt. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte. Man kann die Oliven, man kann ja Olivenöl machen. Ups. Und damit, also sobald man Olivenöl mit einer Nahrung kombiniert, ist die viel sättigender. Was ist das? Ja. Machen wir mal dahin. So, warte, ein Stückchen hier, eins. Ne, Quatsch, so rum. Uiuiui, Mackey Fire. So. Haben wir eigentlich alles hier? Jetzt so wie drüben auch. Wie wir es drüben hatten. Muss ich dazu sagen. Ich mach das dahin. So sieht eigentlich gut aus. Alles umgezogen. Ein Problem ist natürlich das Wasser holen. Weil dazu müssen wir an den Fluss oder die Dinger eben draußen aufstellen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich gerade mal tun. Ja. Ich stelle die einfach mal draußen auf und hoffe, dass es bis zum nächsten Mal genug geregnet hat, dass die voll sind. Und dann war es das auch schon wieder von der heutigen Folge Minecraft City 2. Mir fällt mir gerade ein, da ist noch ein bisschen Essen drin. Sortiere ich gerade mal noch um. Können wir jetzt alles hier machen? Hühnchen. Raw Mutton. Zucker. Machen wir mal übers Zuckerrohr, das ist eigentlich am sinnvollsten. So, Kartoffeln, Karotten, Ginseng. Was haben wir denn noch? Ein paar Seeds und das Bone Meal. Das machen wir hier in die Kiste. Ist nämlich keine direkte Nahrung. Brauchen wir nur manchmal. Und dann war's das von der heutigen Folge Minecraft City 2. Wenn es euch gefällt, was ich hier gebaut habe. Hier haben wir. Ah, rohes Ei. Moment, wir machen das so. Dann gebratenes Ei, dann gekochtes Ei. Und. Moment. Die Eier, die hauen wir da auch noch gleich mit rein. Frisch gelegte Eier sozusagen. Jawohl. Also, das war's von der heutigen Folge Minecraft City 2. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.